Hier in diesem Gebäude beim Sportsprecher im oberen Stock, ganz nahe beim Schloss Werdenberg, darum heisst hier eigentlich auch noch Werdenberg oder Lims, wenn man will sagen, hier oben gibt es eben die Galerie L33. Und in dieser Galerie L33, da gibt es im Moment eine Ausstellung von ganz spezieller Art. Der Leo Grässli ist nämlich 70 geworden. Und hier oben in dieser Galerie, wenn man die Steigen raufgeht, da stellt er jetzt eben aus. Und zwar bis zum 1. Juli kann man seine Bilder, einen Teil von seinen Bildern, muss man sagen, dort oben anschauen. Da hinterlässt der Spuren. Ich muss allerdings sagen, nur ein Teil von diesen Spuren. Der Leo ist ein unglaublich vielseitiger Mensch. Er ist offen und warmherzig. Das sieht man, wenn man genau her schaut, auch seine Bilder an. Die Liebe zum Detail, so wie er sich in etwas hineinknüllt, so wie er etwas gestaltet, so wie er es überbringt. In Form von seinen Bildern, aber auch in Form von seinen Worten. Es ist eben der Leo Grässli. Wer kennt ihn nicht? Und da hinterlässt er seine Spuren, aber eben nur ein Teil von diesen Spuren. Der Leo, er ist schwer fassbar. Eins ist ganz sicher, und das haben wir festgestellt, wo wir mit ihm abgemacht haben. Er ist herzlich. Er hat eine ungeheure Akzeptanz. Er hat gesehen, schon jemand wartet auf ihn, und dann kommt er raus, und dann gibt er dem die Hand und gibt etwas. Wir wollten das nicht weiter vertiefen. Vertiefen aber haben wir wollen und ein bisschen dem nachgehen. Warum ist der Leo schon heute eigentlich eine lebendige Werdenberger Legende? Akzeptiert und zum Teil vielleicht auch ein bisschen verkannt. Ein Gruß, das ist einmal etwas. Er ist freundlich, richtig Tourist, Office Werdenberg. Der Stock, tack, 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 entlang vom See. Man kennt den Leo, wenn er durchläuft und ihr seht, er läuft nicht rüstig, auch nach der Operation, die er hatte. Er ist akzeptiert, hier am Werdenberg. Man merkt, überall grüßt man ihn. Ich glaube, seit 17 Jahren ist er hier am Werdenberg daheim. Vorher ist er am Waldhof oben, dann geboren und nachher im Blumenanweg zu Buchs aufgewachsen. Auf das können wir alles noch. Und er hat Freude am Werdenberg. Er schaut links, er schaut rechts, er beobachtet. Natürlich ein wunderschönes Gestade. Aber er sieht es auch ein bisschen differenziert. Nicht alles, was so schön aussieht, ist auch so schön. Aber in der Kunst des Leo, die Spuren, die er dort legt, die sind persönlich. Die sind genau von der Beobachtung her, die sind liebevoll gegenüber Menschen und auch gegenüber den Objekten, die er eben dort in seinen Bildern, in seiner Kunst aufnimmt. Und dann sind wir hintergegangen zum See, dort her, wo der Leo früher und auch jetzt immer wieder gern jemanden geht. Inzwischen nur noch am Tag, nicht mehr in der Nacht. Und dann haben wir mit ihm geredet. Als Bub hat die Mutter Leute auf eine Frau getroffen vom Städtchen, dann sind wir den ganzen Nachmittag da gewesen. Der Walter und ich und die Frau. Oder? Und der Röhrchen vom Vater, gell? Der war ein Bierbrauer. Ja, gewesen, der war Bierbrauer im Locher. Aber ja. Und da, wir haben auch einen Haufen Leute kennt auf dem Städtchen, damals, oder? Dann bist du schon mitten in der Nacht da gewesen. Ja, genau. Also, am Abend spät, ja. Erzähl mal ein bisschen, warum bist du denn her? Ja, ich bin dann vom Laden her gekommen, habe jetzt alle Mittel gekauft und zwei. Und dann bin ich hier im Winter noch auf dem Bänkli gekommen. Dann sind da Leute gekommen und dann sind sie erschrocken. Dann wahrscheinlich meint es irgendwie so ein Geist. Ja. Ja. Da hat man gemerkt, dass man den Leuten ein bisschen im Weg ist. Also der Junge da. Und einmal bin ich eben vorne dran beim Glas zusammengeschlagen worden. Hoi, warum? Ja, sie haben Flaschen geworfen. Und da habe ich gemutelt. Und dann irgendwann hat es einfach noch etwas gefehlt von mir. Und dann habe ich da einen Schlag gemerkt. Und dann bin ich, weiss ich noch, bin da vorne gelaufen und dann, so haben sie einen kranken Auto berichtet von dem Platz. Also der Stock ist nicht dabei gekommen? Wohl. Aber ja, der hat mich zum Schluss. Aber ich war natürlich überrascht gewesen. Ich war schon völlig überrascht gewesen, ich habe nicht erwartet, oder? Jetzt bist und du... erinnern haben wir nicht können, oder? Ja. Was geht denn so in der Fahrt, wenn du da rausschaust? Wenn ich da auf den See rausschaue. Ja, was soll ich sagen? Ich genieße halt die Ruhe, die da ist. Leider ist es ja nicht immer so. Es hat aber wahnsinnig gebessert. Eine Zeit lang ist da viel mit Rauschgift. Probleme sind auch Probleme gewesen und da war es sehr unruhig gewesen.
Dann ist natürlich die Securitas gekommen und die Polizei schauen, und seither ist es ruhiger. Also am guten Abend bin ich jetzt eigentlich nur mehr gegangen hier. Ja. Seit dem 7. Überfall habe ich eigentlich noch keine Lust mehr gehabt. Was bedeutet denn dir ein Werdenberg? Das ist grundsätzlich. Ja, das ist natürlich. Wir sind nicht wie am Waldhof aufgewachsen, oder? Und da haben wir natürlich mit dem Schädel immer verkehrt. Als Kind war es zwar noch ziemlich klein. Aber wir sind natürlich immer wieder mit dem Schädel verbunden gewesen. Ich habe natürlich im Schreikopf Margot Kopf mitgemacht. Und ich habe den Männerchor Krabs, Werdenstadt Männerchor, die Leute kennt, oder? Ich bin das Theater von denen. Und jetzt für mich ist es einfach. Im Grunde noch sind ja wir uralte Bürger eigentlich von Werdenberg gewesen, oder? Die Grässli? Ja, 1473 Bürgerbrief. Aha, aha. Ja. Aber aufgewachsen bist du im Blumenweg, gell? Im Blumenauerstrasse, unter der alten Sekundarschule aus, ja. Ja, ja. Das ist eine Querstrasse, eine Grafeldstrasse, gell? Ja, Parallelstrasse, ja. Und noch eben dann die oben da mit Sicht aufs Schloss? Ja, genau. Vorher die oben oder vom Waldhof waren wir lieber allein gesehen. Hat mir auch besser gefallen als eine Blumenauerstrasse. Ich war zwar noch ein kleiner Bub, aber Blumenauerstrasse ist alles voller pensionierte Pendler, Zöllner und Pöstler gesehen. Wenn man dort mit einem Rechel auf der Straße etwas macht, dann sind immer die Fenster aufgegangen und dann ist es rausgeschnarrt worden. Das mag ich mich noch gut erinnern. Dann war ich natürlich der King. Ja. Das hat uns natürlich interessiert, wo der Leo der King war. Und darum haben wir uns auf den Weg gemacht, wieder hinter dem Werdenberger See hinführen, dann mit dem Auto rauf zur Ecke, eben zum Waldhof. Das war früher ein Restaurant. Und der Leo erzählt. Da bin ich geboren. Aha. Und etwa mit 3,5 sind wir auf Buchseil. Und Blumenauerstrasse. Und in der Lümmelburg. Kannst du dich erinnern an die Zeit hier? Ja, nur schwach. Nur schwach, ja. Ja. Wie ist denn dazu gekommen, dass ihr hier oben geboren seid? Eben weil ihr Bürger gewesen seid? Ja, die Eltern haben vom Grossvater übernommen. Aha. Ja. Das ist ein bisschen ein Künstlerhaus geblieben, in diesem Fall. Ja, natürlich. Ja. Der Waldrogen. Ja, ja. Wie sind denn ihr beide so zu dem gekommen, dass ihr Künstler geworden seid? Ja, das waren wir einfach gewesen. Eine Begabung von der Mutter her oder Verwandtschaft? Ja, kann man sagen, von den Eltern direkt nicht sagen, aber der Cousin vom Vater, der Lehrer Kepp, oder? Ja. Da sind alle Musiker dort. Aha. Oder der Leo und der Ernst sind alle. Der Leo kennt schon wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Und dann in der Gewettiefer, der Walter und du? Ah, eigentlich nicht. Nein. Nicht. Wir haben viel miteinander gemacht, der Walter und ich. Eine lustige Zeit, als er von Paris kam, dann hat er so selbstständig gearbeitet und wir haben dann noch Fassaden, also Schriften renoviert, oder bis Zitzen so und weiss der Teufel nicht wohin. Das war natürlich noch eine ganz schöne Sache, da hat man mit die Kleber hat erst angefangen, die Schriften mit der Folie. Oder wir haben noch saubere Handwerk gemacht, mit Staniol geschnitten. Oder dann direkt auf die Fassade Schriften, oder? Das war natürlich noch Handwerk. Ja. Du hast ja ursprünglich mal gell? Grafiker gelernt, oder? Grafiker, ja. Hast du im Auftrag auch gearbeitet, oder? Ja, genau. Ich habe dann Grafiker, also Vorlehrklasse gemacht, St. Gallen, und Grafiker Fachklasse, oder? Und dann bin ich eben dann nach Frauenfeld, weil ich da in Sauter und Hubert, oder ungefähr ein Jahr Grafiker gewesen, oder für die Schriftenmalerei. Dann bin ich auf Zürich gegangen. Und St. Gallen? St. Gallen hast du studiert? He? Ja, dort habe ich bei den Vödli-Bürger habe ich studiert. Hohe Galeure Kaiben. Haben Sie verstanden? Jawohl, ihr habt immer gesagt, die Gehaltskranken. Also, bist du ein Kopfli, haben sie gesagt. Ja, zum immer nach der Latte, die hohen Sümmel, die hohen Galeure-Sierchen.
Bist du ein bisschen insidien gsi? Oh nein, ja. Kein Witz. Nee, ein bisschen. Ja. Aber ein Viertelbürger auch nicht, oder? Ja, das auch nicht. Ja. Ein Heiliger. Ja, einfach ein Schüler, oder? Jung, oder? Ja. Dann habe ich da mit Nacht ein bisschen rumgeschwärmt. Aha. Künstlerleben, ja. Ja, da haben einmal halt die Schlüssel vergessen. In der Schule. Und dann habe ich die ganze Nacht bin ich rumgeklatscht durch die Stadt. Durch. Hoi, hoi, hoi. Im Winter, im Januar. Ja, du, und hast du das mit so der Frau gehabt? Ja, nicht viel. Nicht? Ah. Hat sie nie gerade so gezänzelt? Ja, man hat schon hier und da, oder? Aber ja, ist nicht wichtig, einfach, wie man es so hat, oder? Du bist ja noch zünftig rumgekommen, also hast du ja nicht nur zu Werdenberg gesehen, gell? Also, ja, noch... ja, natürlich. Eben nach Frauenfeld und dann Zürich. Zürich? Zürich. Ja, Gott, Vater. Ja, so du. Ja, selber auch noch. Ja, so du, ja. Da bin ich in Zürich, bin ich vom 68. Nein, 68 bin ich in St. Gallen gewesen, bis zum 68. Beim 69 weg bis zum 86 bin ich in Zürich gewesen. Ja. Vom 86 habe ich angefangen zu pendeln. Jeden Tag. Da bin ich, also natürlich in Zürich habe ich lange einen Betrieb gearbeitet, einen internationalen, etwa 8 Jahre lang als Grafiker. Dann habe ich selber angefangen mit dem Auf- und Ab, wie es da war. Dann habe ich die Brüder Sennhauser kennengelernt, dann habe ich mit denen zusammen gearbeitet, SGS-Team. Und dann mit dem Röni Sennhauser bin ich dann für Aussagen zeichnen. Mit der Sinai und auf Italien. Und er hat Italienisch können, gell? Er hat fließend Italienisch können. Er hat in der Akademie in Florenz hat er studiert. Ja, ja, und ja. Dann hat er, wir haben dann im Sommer, Zürich ist dann eigentlich im Sommer läuft nichts, oder? Es ist niemand rum, kein Geld ist gekommen. Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen malen in die Sinai, porträtieren. Richtig sind wir dann auf Lugano. Dann habe ich mich herhocken, dann hat er mich porträtiert. Oder? Dann habe ich eine Schachtel bekommen, mit Nümmerli. Und dann haben wir gesagt, Porträt. Dann sind sie immer wieder verschieden, sie sind dann gekommen. Und, ja, dann haben wir es porträtiert. Und dann hast du ein Geld für dich, nicht? Ja, ziemlich. Ja. Aber nicht viel Geld heimgetragen? Wohl, wohl. Wir haben nie übernachtet. Hier. Unter einem Fahrhäuschen da vom Tennisplatz. Und das Essen haben wir eigentlich einfach mit Wein und Mortadella und Brot und so. Das ist tiptop gegangen. Hast du denn, sagen wir, in der Ferne das Werdenberg vermisst, oder? Ja, eigentlich nicht. Nicht? Ich bin ja immer wieder heimgekommen. Wochenaufenthalt oder Zeit lang und nachher bin ich immer jedes Wochenende heimgekommen. Oder fast immer. Wo willst du jetzt noch hingehen, wenn du es gerade so könntest? Wo? Jetzt. Das ist jetzt zänzeln? Ich gehe nicht mehr fort. Nicht? Ah. Ja, komm jetzt. Ja. Mexiko, USA, ja, Afrika. Ja, du bist vorbei. USA bin ich jetzt in Arizona. Ich habe jetzt auch gesehen, was ich will. Man geht jetzt nicht mehr. Also jetzt bist du rundum zufrieden in Werdenberg? Ja, natürlich. Ja. Ich bin sehr zufrieden. Ja. Du, was hat sich denn da so etwas verändert jetzt aus deiner Sicht an Werdenberg? Weißt du, du bist ja auch politisch interessiert, oder? Was ja, beschäftigt dich, was das so ja, Politik, ja, nicht so eigentlich. Und nicht, wie es auf dieser Welt zu und her geht. Das ja, ist ja, ja. In letzter Zeit habe ich überhaupt schauen, gar nicht mehr Fernsehen. Seit dem 13. schaue ich nicht mehr. Warum? Ja, ich habe es nur mehr verleiden. Ja. Und ich arbeite einfach immer. Ich bin Stunden um Stunden am Arbeiten. Ja.
Dann gibt es eine richtige halbe achte Depression, wenn wir in der Tagesschau schauen. Ja, genau. Mir tut das so ein Mix, so eine richtige Portofolio. Irgendetwas zusammengewurstelt. Wenn ich etwas will schauen, dann schaue ich über den Computer, oder? Punktuell. Tut mir besser. Und lese dann eigentlich, ja, je nachdem, wieder eine Wochenzeitung. Nicht gerade Dings. Ja, was nicht. Das Buch hatte ich früher. Aha. Habe sie aber nie gehabt. Ja, ja, ja. Aber es ist nicht mehr für mich. Ja. Geschrieben ist es immer noch gut. Also deine Liebe gilt nach wie vor eigentlich der Kunst, Kalligrafie? Ja, vor allem. Ja. Kultur, gut, mich interessiert praktisch alles. Könnte ich sagen. Was, und was mir auffällt, gell? Immer und überall, wo du bist, winken sie dir, ja? Ja, genau. Also das muss man schon sagen. Ja. Irgendwie, du bist hier in dieser Region ja, also eine richtige Legende, nicht? Ja, ich weiss, Legende. Ja, irgendwie verwurzelt, ja. Ja, ja, ja. Verwurzelt oder verwurzelt. Ja, gell. Ja. Gell, so als Werdenberger, das ein geiler Deutsch, da macht er immer ein bisschen an, um sich auf die Chippe zu nehmen. Vor allem, wenn der Lehrer eben auch einen St. Galler Dialekt hatte und das Lied so gesungen hat. St. Galler ist mein Heimatland, bum gescheckert ist sein Gewand. Der flatternde Ernst, sagt der Leo dem Lehrer, aber mit Respekt und auch mit einer Wertschätzung und schönen Erinnerungen zurück. Erinnerungen auch am Blumenauweg. Und da bist du aufgewachsen? Aufgewachsen, ja. Wir sind jetzt im Auto immer bleiben oder hinten, gell? Man kommt ja auch nicht, aber... Das ist der Blumenweg. Ja, Blumenauerstrasse 4. Ah, Blumenauerstrasse. Was für Erinnerungen hast du daran? Ja, also wir eben alles voller Blumen gewesen, Rosen dort, alle aufgewachsen, aufgewachsen. Da vorne hat es eine Schwertlilie gehabt, hier hat es Bäume gehabt. Kannst du dich erinnern, rundum hat es einen Haufen Spielkameraden gehabt, oder? Ja, klar, wir waren alles voll Kinder. Ja. Da haben wir ein Zelt gemacht auf der Wiese. Mhm. Er war das erste Mal wieder ein Blumenauweg auf den Spuren der Kindheit, jetzt mit 70. Jetzt hier bei der Vernissage leider andere Spuren. Aber die Spuren der Kindheit haben den Leo ein bisschen nachdenklich gemacht. Und dann sind wir weitergefahren zum Oberstufen-Schulhaus. Und dort hat er etwas vermisst. Also ein Rad, das innen an den greift, war da. Das andere Schulhaus, das hier, ist dort schon gestanden im Jahr? Hä? Ist das schon gestanden, das neue Schulhaus hier auch? Ja, ja, das ist schon gestanden. Es war gerade neu. Zu wem bist du denn gegangen hier in die Schule? Ja, zum Schlegel. Zum Schlegel und zum Lippen. Zum Christian? Ja, zum Alter. Ah, zum Heinrich. Heinrich, ja. Und ja. Zum Lippen Hans. Heule. Zum, ja, der andere Kaiser Gastelmoor. Hoppla, hat er einmal Gäste verteilt, gell? Hä? Hat er so Gäste verteilt in der Gastelmauer? Hast du so ein Trippel gezwickt, gell? Ich weiss nicht, ja. Ja. Du, war ja auch so, gewesen, dass wenn wir da durchgegangen sind und dann ist dort einer gestanden und wir mussten hinrein, dass er eine Prüfung gegeben hat. Oder bei euch nicht? Ja. Wir haben dann immer, wenn wir gewechselt haben, dann hat man immer müssen, ja, dort hat es eine Prüfung, wenn der Lehrer dort gestanden ist. Ja. Der Offler hat schon noch gehabt, der Leo. Ja, Zeichner. Bist du am Überlegen gewesen, oder hat er den Impuls gegeben? Ja, er hat mich machen lassen. Ja. Der Lippunner auch. Aha, ja. Ja. Du warst natürlich dort ein Superschüler, gewesen, gell, was das Zeichnen betrifft. Ja, ja. Und sonst ein bisschen Strick wie ich auch. Nicht einmal. Nicht einmal? Ja. Ja. Ich bin nicht einmal in den letzten Zeugnis in Dinger gekommen, bin gar nicht schlecht gewesen. Ja. Und die Sprache und überall aus der Geometrie, da habe ich immer einen Grimm gemacht. Da habe ich einfach gerne nichts an der Geometrie. Warum? Und dann habe ich im letzten Semester bin ich etwas abgesackt und dann habe ich zwei bis drei Jahre haben wir geleistet. Ja, gut, es geht ja. Zwei bis drei Jahre geht ja. Früher ja. Ist, wenn es sechs bist. Ah, hast du auch schon ein Set gehabt? Ja, klar, das stimmt, die von der vierten Klasse weg. Ja. Aber du hast doch... sonst habe ich gute Noten gehabt. Ja, aber hast du es eben noch gehabt? Hast du noch sechs als Best gehabt? Ja, das haben wir gehabt. Aber das ist in der Oberstufe, oder? Ja, ich glaube schon, erst in der Sieg, ja. Ja, ja, ja. Ja.
Wenn wir es so schauen, gell, Thun, ist der Hans Ruhe die Rohre daheim dort? Ja, gerade, genau. Gerade vor dem weißen Türm, nicht vor dem roten Türm. Ist, da ist der Ding daheim, der Wildhüter beim Türm. Ja. Und natürlich der Bezirksgerichtspräsident bei uns, oder der Fotograf, der Lehrer bei uns, gell? Ja, der ist weiter unten. Und auf die andere Seite, wenn wir auf die andere Seite schauen, ist dann auf dieser Seite neu, ist der Stangenköp gewesen, gell, da oben? Ja, da oben. Ja. Dort, wo man reingeht, dort auf der Turnhalle, da haben wir immer das Bällchen über die Gitter geworfen. Der Walter Kunz und ich sind doch immer im Kiessammler den Stein werfen geübt. Da haben wir rechte Würfe gehabt. Und dann haben wir das Bällchen über mir, das kommt gelobt, oder? Und dann ist er noch verrückt worden. Der Vater, denke ich, ja. Aber da sind wir auch manchmal reinmarschiert und denken, von unten her kommt zum oben rein, oder zur Kreuzung, zur Zentrale. Ja, natürlich. Milchkessel. Milch holen. Oder in die Sonntagsschule, das kleine Bub dann ins Altendorf. Das Altendorfer Schulhäuschen. Genau, ja. Und dann natürlich. Die Milchkübel geschwenkt, bis fast alles aussieht. Ja, nein, also ich habe nicht mitgemacht. Aber das ist geraten. Aber natürlich im festen Soßkanal ist es nicht geraten. Ja. Er hat dazu geschaut, oder? Tatsächlich. Was ist das passiert? Ja, du, wenn du so zurückdenkst. Ja. Gingst du noch mal da in die Schule? Oder? Ja, tut es dir leid, dass. Schon damit gewachsen bist? Oh nein, das hat nicht. Das war einfach gesehen, wenn das. Das ist einfach vorbei, oder? Ja. Aber das Schulhaus, gell, das ist noch wie eh und je eigentlich. Ja, also oben da der Zeichnungssaal ist natürlich interessant. Ja. Und dann sind wir mit dem Leo in eine von seiner Stammbeiz gegangen. Und dort hat er einen getroffen, den er gern diskutiert. Natürlich bei einem Zweierli. Es ist der Valentin Vinzenz. Mit ihm tut er gern philosophieren. Die beiden, die ergänzen sich irgendwie. Es ist ein gemeinsames Interesse für dies und jenes. Zwei Philosophen von ganz unterschiedlicher Art. Und dann sind wir mit dem Leo heimgegangen. Es muss nicht immer der Leolino sein. Manchmal ist es auch der Säbel. Das ist etwas ganz Spezielles, hat er gesagt. Und ist in den oberen Stock aufgegangen. Und wir merken, überall, wo der Leo herkommt, hat es Bilder, ist Kunst. Sein Haus, seine Wohnung ist wirklich ein Museum. Es ist Licht und Schatten, wo da spielt in dem Haus drin. Es ist eine ungeheure Herzlichkeit. Und rundum natürlich, auch das spielt natürlich eine Rolle. Die Sonne, die reinscheint und der Blick vom Leo nach aussen, der ihn inspiriert. Und dann hat er mir gezeigt, was so alles rumliegt. Seit 2013 ist er erfüllt von einer ungeheuren Schaffenskraft. Damals musste er ins Spital gehen, hatte einen Kranken gehabt. Und seit dort, da fließt es einfach aus dem Aussen. Da ist einfach seine ganze Wohnung eine Kunst. Und er zeigt uns das alles. Und wenn ihr mal schaut, was da alles rum ist, es ist ungeheuer und die Herzlichkeit, die Offenheit. Und dann sind wir auf Kalligrafie zu sprechen gekommen. Ich habe dann den Namen, die Buchstaben gesucht, die am besten zusammenpassen. Aha. Das ist eine formale Angelegenheit. Weißt du, du gehst von der Grundschrift aus und dann noch, wenn du den Schriftzug machst, dann tust du noch Gutdünken verändern. Und da heisst es eben Hilde, hä? Wie bist Hilde, du zu, ja. Wie bist du auf Hilde gekommen? Ja, eben für deine Frau im Schriftzug. Aha. Das heisst, du dann aufhängen. Ja, das heisst, wenn jetzt jemand einen Schriftzug will, dann könnte man den bei dir bestellen. Ja, he? Natürlich. Der hat mich nicht überzeugt. Aha, warum nicht? Was ist es da nicht gut? Schwarzhagel. Aha. Das hier. Ja. Und das hier. Du hast ja gut, hast gesagt, in der Ausbildung hast du ewig lang fast ein bisschen das Gleiche müssen machen, gell? Was meinst du? In der Ausbildung hast du zum Teil ewig lang das Gleiche müssen machen. Ja, vor allem mal Grundausbildung. Ja. Haben wir einfach Kisten gemalt, Warum und, denn selbst? Ja, zum Hochschulen. Aha. Und Perspektive und der Strich, aha, eben. Der Strich ja, pflegen. Ja. Und dann mal, gell, hast du irgendetwas erzählt? Ja, eben dann. Dann sind wir dort einen zitternden Tobel gegangen, zeichnen, und dann habe ich dort so einen grossen Stein mit kleinen gezeichnet. Da kommt der Lehrer und sagt,
Hellkontakt ist das schön. Jetzt weiss ich, wo du da bist. Und nicht mehr lange rumgemacht und der Lehrer ist gekommen und gesagt, oh. Ja, es war eine Grundausbildung. Ja. Und dann hat er gesagt, wenn man noch etwas macht, dann Leo gang am Marktplatz etwas suchen. Und jetzt bist du da einfach dran und dann mal gefällt es dir, mal gefällt es dir nicht. Ja. Ja, also die, mit diesen Schriften, das ist formal eine strenge Sache, würde ich sagen. Ja, ja. Wie soll ich das beschreiben? Formal. Formal gut. Wohl, du, he? Kannst du mal etwas vormachen? Kannst du so eine zweite Schrift? Ja, mach ich mal. Ja. Dann bist du meistens ein bisschen da. Ja, zum morgen früh schon, weißt du, wenn die Sonne nicht scheint. Ja. Alles gut da. Und du stehst eigentlich alle wieder? Ja, ich sitze nicht. Nie. Und hier oben nicht. Da ja, kommst du sicher vor wie Mönch da ein bisschen. Ja, nicht ganz. Nicht okay. Aber deine Mutter ist schon ein bisschen, ich denke, allzu bin ich, gell? Ja, Mensch. Dein Motto ist schon ein bisschen, ich denke, also bin ich. Gell? Ja, genau. Du bist ein Denker, du denkst viel und... Ich bin ein Denker, ja. Valentin sagt, er sei ein Philosoph. Ja, das Gefühl habe ich auch. Das Gefühl. Ist in der heutigen Zeit ein bisschen, ist es schwieriger geworden, um ein Philosoph zu sein? Nein, no, weiß ich nicht. Du bist so für mich allein. Ja. Und da könnten wir also mit dem Valentin diskutiere ich eigentlich nicht so. Ja. Aber man könnte, du bist es kein Menschenscheuchen, man könnte... Nein, mit mir kann man sich gut unterhalten. Die Leute sagen es dann auch. Und man könnte bei dir vorbeikommen und mal Bilder anschauen, oder? Das wäre auch möglich. Ja, das ist möglich, ja. Jetzt, ja, also... Das fällt mir jetzt auf, das braucht schon. Recht eine grosse Sicherheit. Also gibt es eine Möglichkeit für einen Strich und wenn es nicht gerät, dann ist es schief gelaufen. Das ist ein ziemlich flüssig, schön flüssig. Jawohl. Hast du diese Buchstaben einfach alle müssen lernen müssen? Ja, sie sind ja da Vorlagen. Ja. Klassische Vorlagen. Aha. Ja. Das ist jetzt eine sogenannte Kanzleischrift. Jawohl. Und da habe ich eigene Formen. Das B da, P da zum Beispiel, habe ich, das sagt so aus in Form. Aha. Und ich mache es so. Aha. Das ist eben die Freiheit, die man hat. Und ob deine Bilder, du hast zum Teil dann so ein bisschen signieren, oder? Was meinst du? Wenn du signierst, dann machst du schon spezielle Schrift dort, oder? Ja, das immer wieder. Seit ich Kalligrafie mache, ist halt die Schrift drin. Jetzt schreibe ich eine andere Schrift. Du hast ja letztes Mal im Spital operieren, gell? Ja. Sogar im Spital, gell? Ja, hast du noch geschafft? Ja, natürlich, ich kann ja gar nicht hören. Dann im polnischen Pfleger habe ich für seine Mutter das Vater Unser, das Pater Noster, in Lateinisch geschrieben. Aha. Darum habe ich jetzt so das Pater Noster. Aha. Weißt du, das bleibt dann irgendwie und dann nimmst du es wieder auf. Ja, du, aber Leo, wenn wir uns das Bild hier anschauen, also das ist ja unglaublich, die vielen, vielen, feinen Linien. Wie gehst du denn da vor? Ja, fang irgendwo an. Und dann braucht es einen sicheren Strich, gell? Sonst ist da... Ja, das habe ich natürlich inzwischen. Und wenn man sich einmal vertut? Ja, das kann ich schon, dass man es nicht sieht, weißt du. Ja. Ja. Dann kann ich irgendwie etwas daneben machen. Mir kommt immer der Spruch in den Sinn da vom Lehrer. Das war nicht bei mir, aber man hat mir erzählt, dass ein guter Schüler hat bei den technischen Zeichnungen, wenn ihm etwas nicht gerade ist, hat es verrupft. Da sagt der Lehrer zu ihm, du, also wenn ein Schreiner einen Kasten gut gemacht hat und einen Nagel schräg hat, kann er ihn nicht zusammenschlagen, dann muss er schauen, was er machen soll. Ist doch gut, oder? Ja.
gehört das hier zum Beruf. Genau. Künstlerrisiko hat zum Teil da auch. Ja, beim Handwerker auch. Du, jetzt einmal, würdest du wieder Künstler? Weil zum Teil ist es schon ein Herz. Ja, das kann ich auch nicht machen. Das würde man einfach, dann kann man sie nicht entziehen. Für dich hat es nie etwas anderes gegeben. Ja, Grafiker ja gar nicht, weil Künstler werden. Aber Grafiker ist natürlich, wo in der Nähe ist in der Kunst. Wie hat dir denn der Lehrer gefallen? Weil, ja, die Lehrer. Ja, weißt du, in der Kante, wo die Lehrer warst? Ja, no, ich hatte nicht viel Kontakt. Die beiden Eckenberger habe ich gekannt. Aber mit den Schülern? Ja, die sind gut. Mit denen habe ich gut gehabt. Ja. Ich hatte nur zwei Mädchen. Aha. In jeder Klasse. Aha. Die technische Klasse hatte ich. Jawohl. Die, glaube ich, nicht so beliebt ist. Aber du hast aber gut mitgenommen. Ich bin gut ausgekommen. Ja. Ich habe noch gute Sachen gemacht. Und sind dir dankbar gewesen, he? Auch für deine Empathie, die du ihnen entgegengebracht hast? Ja, klar. Weißt du, ich bin auch mit einer voraus. Ja. Und Perspektive gemacht auf eine einfache Art. Weißt du nicht, zwei Punkte oder so irgendwie konstruiert, so verrückt, sondern eine einfache, praktische Methode. Und dann sind wir natürlich, ein paar sind wir in den Wiesen hingelegen. Was ist es so hin, oder? Bin ich auch gegangen holen. Die anderen haben natürlich vom Zimmer aus gekehrt. Nein, nicht einmal. Du weißt schon, wie die sind, oder? Genau, genau. Also ich weiss es als Schüler, wie ich war, aber ja, lange schon, oder? Und einmal hat einer einen Handstand gemacht, gell? Ja, ja. Der hat alles geklebt und bin gegangen schauen. Und dann fällt es um. Erstens ist das nicht Dunststunde. Und zweitens, wenn du dort schon kalt sein und das kalt machen kannst, hast du einen Bauer, der noch eins brauchen kann. Und der hat Zeit. Ja, gelacht. Dann. Das ist wichtig, dass man irgendwie mit den Schülern zusammen eine Empathie entwickelt. Ja, natürlich. Das tut eben motivieren. Oder dann habe ich einen, der hat alle etwas anderes gemacht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, schau mal, wo man Noten macht. Und es ist schwierig für mich, da zum dir eine Note zu machen. Ich habe da keinen Vergleich und nichts. Jetzt mache ich einfach dir einen Vierer. Bist du einverstanden? Dann hat er gesagt, ja. Wie wollte ich einem Noten machen, wenn ich keinen Vergleich habe? Ja, genau. Ja, er merkt dann sowieso Musik. Er hat gesagt, du hast schon recht, oder? Aber jetzt bist du halt da. Und dann hat er ein schönes Erlebnis mit einem vom Konrad, der Bub. Der ist zwischen den Zähnen hingekommen, wo alle ein bisschen blöd waren. Da hat er es auseinandergehackt. Und dann hat der Damian einen wunderschönen Bund gemacht. Da macht er auch Freude, das zu lehren, gell? Ja. Da habe ich dem Vater gesagt, weißt, dein Bub hat vielleicht eine andere Begabung. Er muss nicht unbedingt Kontorschullehrer werden. Ja, genau. Das ist jetzt halt, was ist das, Tinten oder Dusch? Das ist Dusch, ja. Hast du in der Schule noch auch so eine Tintenfässchen gehabt? Ja, im Alter dürfen. Aha. Dann haben wir die Bildchen gehabt, die verspritzten Bildchen mit Tintenflecken und so ein eingebautes Tintenfässchen. Genau. Also Zweiertischchen. Ja, genau. Typisch, also, wie hat der Lehrer der geheißen? Schaufahrer. Aha, ja. Und dann bist du dann ins Kappeli gekommen? Kappeli, ja. Eben zum Flätteren Ernst. Zum Flätteren Ernst. Und zum Babi. Aha. Und zum Fetsch. Aha, hoppla. Ja, also da ist aber schon eine Weile dran, he? Das ist auch Schrift, das ist nicht gerade. Nein, ich bin jetzt einfach so spontan ein bisschen im Üben, weißt du? Ja. So was mir einfällt. Potpourri. Aha, was heisst das? Potpourri? Ja, ja, wie mit der Musik. Aha, hoi, hoi, hoi. Ja, es ist wieder ein bisschen andere. Es muss eigentlich täglich üben. Ja. Und dann haltet ihr mich auch, gell? Geistig fit und es macht einen glücklich und zufrieden. Ja, also, es ist gut. Wie soll ich sagen, es ist praktisch. Jetzt muss man so einen Tolken aufnehmen. Ja. Dann muss man versuchen, etwas machen daraus.
genau. Ja, ja, da musst du eben kreativ sein, gell? Ja. Super. Man sieht so einen alten Bücher hin, im Mittelalter, dass man sich frei, die Hand frei haben. Es ist natürlich so verhaltig. Bei einer Zeichnung und bei einer Schrift vor allem die Haltung sieht man auch, wenn du verklemmt bist bei der Haltung, dann gibt es keinen Schwung oder keinen Anzug, oder? Ja. Das Bild hängt im Gang, ein ganz spezielles Bild. Ja, da ist eben wichtig, da habe ich die Diagonale übernommen. Obendrauf das Dach Silo, das tut so ergänzen. Dann habe ich die Diagonale vom Dach auf die Städtchen genommen. Also auf Proportionen habe ich in dem Sinne geschaut, da bin ich ja frei. Eben, du musst also, ja nicht mehr Öl anlegen, gell? Nein, es ergibt sich dann einfach. Oder? Ich arbeite halt noch gerne rhythmisch. Und das ist wie eine Komposition, oder? Ja, natürlich. Das sind ins Blatt rein komponieren. Ja. Oder ich habe Kollegen, die machen einen Haufen. Weiss ich nicht, mit grossen Bildern, weißt du, mit Verlaufen, Aquarellverlaufen und dann tun sie einen Ausschnitt auswählen. Jawohl. Das ist aber für mich nicht. Ja, das ist schon meine Ansicht, ich finde das nicht fachmännisch. Ja. Der Leo ist ein Künstler durch und durch. Er bleibt seinen Eingebungen, seinen Ansichten getreu. Ich habe ihn gefragt, was das sei. Es ist ein dreidimensionales Bild. Er hat gesagt, einfach Köpfe von verschiedenen Hintergründen. Und mit Interpretieren, ja, das überlässt er gerne den anderen. Ja, zu interpretieren ist aber im Prinzip nicht meine. Ich mache es, oder? Interpretieren kommen eigentlich die anderen. Der Mergel Kopf ist schon ein dein Lieblingsberg, gell? Ja, natürlich. Der ist x-mal gemacht. Wir verhalten einfach, du weißt, ich bin zum Grossvater durch auf Holland. Und von dort hast du den Mergel Kopf gut gesehen. Jeden Freitagnachmittag. Dann bin ich längst Zeit, habe ich den Mergel Kopf angeschaut. Ich habe immer etwas anderes gesehen. Für mich war es ein alter Mann. Immer irgendwie. Und dann, also ein kleiner Bub hat mir dann ein bisschen erzählt. Manchmal klagt und manchmal hatte ich Wünsche. Und der Mergel Kopf ist natürlich etwas, wo ich fort war, die Silhouette, die war bei mir hinten. Oder der Walter sagt, hat verglichen mit dem Cézanne, mit dem Mont Saint-Victoire. Der Künstler und sein Berg. Jawohl. Das könnte man da auch sagen. Das kann man auch sagen bei dir. Ja, ja. Du bist auch Kulturpreisgeber hier. Also, du bist nicht der verkannte Prophet in der eigenen Region. Du hast den Kulturpreis Buchs als Erster, gell? Jawohl. Also, die Anerkennung jetzt in der Region. Die ist eigentlich schon da. Oder? Ist da, ja. Ich habe einfach, wie soll ich sagen, ja, finanziell habe ich nicht so die Möglichkeit, überall hinzugehen. Also vielleicht auch nicht unbedingt wählen. Weißt du, mit der Galerie habe ich nicht unbedingt die beste Erfahrung gemacht. Ja, ja. Ich habe auch die Säure ausgestellt, aber da haben wir einen Kunden bringen. Ja. Und dann zahlen, gell? Ja, eben. Darum sage ich auch, die Verträge sind ganz unterschiedlich. Zum Teil sind sie sehr ungünstig für den Künstler. Es ist natürlich, wenn eine Galerie vom Künstler lebt, statt von der Kunden, vom Klientel, dann ist es halt nicht gut. Ja, ja. Und das ist halt oft der Fall. Also dein Haus ist ein Museum, mit überall so Eckli. Ja. Und Bilder wirklich zum Anschauen, eben auch dem Umfeld, wo sie entstanden sind, oder? Das ja, ist schon genau. Schön. Dann hast du noch eine Mappe. Ja. Jetzt kommen wir mal blättern daneben hin. Ja. Du bist natürlich ein Künstler mit sehr vielen Facetten, gell? Ja, genau. Aber es bleibt immer deine Fantasie und es bleibt immer Leo. Ja. Du lässt nicht verbeugen, gell? Ha. Bist du auch ich ein bin immer rein. Ich habe nie ein Vorbild in dem Sinn. Ja. Also, wo ich richtig angegangen bin. Also, ein Künstler kann ja gerne da rausschauen und dann muss auch hier und da eine Idee übernehmen. Nur das heisst ja nichts, oder? Ein Impuls, sage ich dem, dann tut er den abwandeln. Das ist ganz normal. Ein Künstler kann nicht anders als schauen und aufnehmen. Ja. Er geht gar nicht anders. Hingegen gibt es so Tage, wo
einen Stil entwickeln, wo irgendwie, wo man denkt, sie können verkaufen besser. Ja. Aber ich bin auch kein so Typ, oder? Bei dir habe ich so das Gefühl, du denkst nicht in erster Linie zu verkaufen. Ah. Du auch, willst das machen, was du gerne tust. Ja, genau. Ja, wunderbar. Ja. Also, du hast es natürlich eben seit 2013, vier Jahren dermaßen geschaffen. Oh, also, da muss man jetzt wirklich einfach selber daherkommen. Eine Flut. Und all das, eben eine Flut und all das anschauen. Es steht in jedem Winkel hin, steht wirklich etwas. Also, ich empfinde es als ungeheuer interessant, gell? Oh. Ich habe so selten so etwas gesehen, so ein lebendiges Museum und eben auch mit einem Künstler, der überhaupt keine Berührungsängste hat, oder? Also, du bist da völlig offen, he? Ja, ich rede ja eigentlich mit allen Leuten, oder? Ja. Und ich habe viele Leute mehr als mich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, obwohl du Schicksalsschläge erlebt hast, du bist irgendwie ein glücklicher Mensch geblieben, zufrieden. Ja, klar. Also solange ich malen kann, so ganz sicher. Und immer muss ich sagen, ich habe gerne Ruhe, ich habe gerne einen ruhigen Plätzchen. Eben im Berg oben. Wenn es ein Lüftchen geht, dann der Wind so macht in den Ohren. Dann denke ich, der Wind kommt von ganz weit her. Oder? Ich habe mal so Atlas, so Karten angeschaut, der Windkarte. Das ist ja riesig, der geht ja von Pol zu Pol. Darum habe ich mir gedacht, ja, man könnte sagen, der Kontinent der Winde. Oder? Und da freut dich, gell? Die ja. Freiheit. Das gibt dir ein Gefühl von Freiheit. Ja, genau. Und Bestätigung. Und wird dann mit Dunkeln sofort, wenn man so ein Ort ist, im Berg oben, hat man sofort, ist man irgendwie wie frei. Also kein Lärm, der einen belästigt, oder? Die Autotests, vor allem das fand ich nicht gerne. Wenn sie Blöm machen. Ja. Oder wenn so ganz eben nur der Wind. Ich sage, es ist der Wind, der spricht. Und die verschiedenen Winds, die könnt ihr selber erfahren. Hier beim Sportsprecher, im oberen Stock oben, gerade im Werdenberg, in dieser Galerie L33. Da könnt ihr die verschiedenen Winde wirklich erfahren. Bis zum 1. Juli habt ihr Zeit, die Ausstellung von Leo Grässli anzuschauen. Er ist 70 und ihr könnt euch auf die Spuren von dem 70-jährigen Künstler vom Werdenberg machen, in dieser Galerie L33. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die verschiedenen Winde, die er angesprochen hat, ein sanftes Lüftchen, ein stärkeres Lüftchen, die verschiedenen Winde, die werdet ihr auch feststellen in diesen Bildern, die hier ausgestellt sind. Und nochmal, es ist ein Teil der Spuren, es ist ein Teil der Bilder. Ich hoffe, wir konnten euch den Menschen Leo Grässli ein bisschen näher bringen. Selber erfahren müsst ihr ihn eben, wenn ihr in die Ausstellung geht oder mit ihm redet.